Oh, Laufzeiten immer am Fressen. Hey. Kann ich unpassend? Einen ganz kleinen Moment. So, jetzt ist alles raus. Mein Name ist Sam Windschwester. Ich komme vom FBI und das hier ist mein gefälschter Ausweis. Haben Sie gesehen, ja? Tut mir leid, ich kann nicht lesen. Oh, Sie haben wirklich zwei wunderschöne Möpse. Sind die echt? Ja, das sind Rolli und Trolli. Sie sind ein bisschen schüchtern. Ich habe sie nach meinen Brüsten benannt. Ich wollte auch so welche haben, aber mein Bruder erlaubt es mir nicht. Naja, man kennt das ja. Ach, darf ich mich setzen? Nein. Oh, mein Bruder, wissen Sie, mein Bruder ist eine so blöde Sau. Er hat mir verboten, zu meiner Küche zu gehen jede Woche. Sehen Sie nicht, dass ich so tue, als würde ich arbeiten. Ich bin beschäftigt. Eine Frage, wo ist denn hier das WC? Das? Oh, das ist ganz einfach. Also erst gehen Sie nach links, dann nach rechts in der Kurve, nach links, dann nach rechts. Passen Sie auf Eberhard auf, er steht in der Ecke und schmeißt mit seinem Nachttopf. Dann geht's nach links, dann nach rechts, dann geradeaus die Treppe hoch nach links und... wir haben leider kein Klopapier mehr. Ich muss aber groß. Ich gebe Ihnen einfach eine nutzlose Akte mit. Hier, das können Sie sich, das können Sie benutzen. Jetzt im Ernst. So, und hier, falls Sie Flitzekacke haben, noch eins. Alles Gute. Das ist zu rau. Passen Sie mal ganz genau auf. Damals im Vietnamkrieg haben wir uns mit Stachelschweinen den Arsch abgewischt. So war das damals. Und wenn ich Sex haben wollte, habe ich einer Schlange den Kopf abgeschnitten und meinen Schwanz reingesteckt. Das war dann ein Kondom. Ein Öko-Kondom, wie wir es genannt haben. Redet hier jemand über Kondome? Hier kommt der Master of Condoms. Das ist mein geiler Bruder. Er war noch auf der Toilette. Sie hatten da oben gar kein Klopapier. Hier ist meine Hand. Oh ja, super geil, danke. Ich kann Ihnen noch erzählen, wie wir uns damals die Pickel ausgedrückt haben, aber das ist echt eklig. Also mir ist der Appetit aufs Scheißen echt vergangen. Ganz wie Sie wollen. Ich mache das einfach so wie die Kamele mit dem Wasser. Ich spaß mir auf. Wieso sind Sie überhaupt hier? Tja, ich weiß auch nicht so genau. Oh, mein Sitz war gerade so schön warm, weil ich reingebildet habe. Ach so, ja, übrigens nochmal Gratulation zu Ihren beiden wunderschönen Möpsen, meine Liebe.